herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind gerade auf Teneriffa und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch einen Tag lang mal mitnehmen werde. Eigentlich hatte ich das schon in Paris vor, aber Disneyland hat sich einfach, es war einfach viel zu voll. Es war viel zu voll, ich habe es wirklich versucht, habe es dann irgendwann nur noch gelöscht, weil ich dachte so, nee, das kannst du nicht bringen. Wir machen uns jetzt gerade fertig. Ich habe jetzt ein Outfit rausgesucht, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob das cool ist oder nicht. Ich habe nämlich die Hose hier gekauft, sieht nämlich aus wie ein Rock. Ich finde die so geil. Ich habe aber kein Oberteil, kein passendes dazu mit. Nur dieses Schwarze, was so halbwegs passt mit den Turnschuhen. Ich weiß nicht, ob das cool aussieht oder nicht. Ne, wir machen uns heute fertig. Wir sind jetzt schon den dritten Tag heute hier. Wir fahren nämlich heute in die Altstadt und gucken uns das alles immer so ein bisschen an. Und danach fahren wir nämlich in den Loro-Park. Der Loro-Park, da bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob wir das machen sollten oder nicht. Einfach allein wegen den Tieren. Und da ist nämlich auch ein Orca-Wal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und eigentlich bin ich total dagegen, weil so ein Tier hat nichts in irgendeinem Planschbecken zu tun, sondern es muss draußen im Meer leben. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, wann können die Kinder sowas mal sehen in real life? Wann bekommen die Kinder mal sowas zu Gesicht? Deswegen habe ich mir dazu entschieden, dahin zu fahren. Obwohl ich das nicht so wirklich unterstütze. Aber Zirkus zum Beispiel ist sowas, das würde ich niemals, niemals machen. Oder auch diese Delfinshows möchte ich mir nicht, das möchte ich nicht unterstützen, das habe ich auch kein Geld für. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit und die Kinder spielen noch ein bisschen. Wir haben im Disneyland so vieles gekauft, wie zum Beispiel dieses Playmobil mit Anna und Elsa, dieses Kleid, ihr Röckchen, was hier Juna anhat, haben wir gekauft, das T-Shirt haben wir gekauft, Kuscheltiere auf dem Bett haben wir geholt, wir haben so viele Sachen geholt, ne Miley? Ihr habt ja ordentlich viel zum Spielen. Aber gleich machen wir uns fertig und dann geht's los. Ready! Miley, dreh dich mal um, bitte. Zeig mal bitte, wie geil dieses Kleid an dir aussieht. Und Juna, du? Zeig du mal, wie du aussiehst. Wow! Zwei richtig hübsche Mädels. Na dann, auf geht's. Hast du dich gerade im Spiegel angeguckt? Yeah. Okay. Go! Oh, wow, noch eine hübsche Lady. Das Taxi ist da! Yay! Und es steht schon bereit. Okay, alles klar. Wow! Ich liebe es. Einfach nur Strand und Palmen, mehr brauche ich gar nicht. Wellen da hinten. Warte, ich zeige euch das gleich mal. Schau euch mal diese Wellen an. Wow. Das sind Wellen wie aus dem Film. Miley? Meinst du nicht, du bist ein bisschen zu groß dafür? Sieht cool aus, wirklich. Nein, das ist echt total toll. Miley hat keine Lust mehr zu laufen. Nee, sieht super aus. Hast du toll gemacht. Und Juna läuft, ha? Verdrehte Welt heute. Ich wollte kein großes Eis, kein dickes. Du wolltest kein großes, dickes Eis? Jetzt hast du trotzdem eins bekommen. Wir waren gerade Mittagessen und jetzt gibt es erstmal ein kleines Eis. Miley Stracciatella und Juna wie immer Schoko. Und wir waren noch ein bisschen shoppen nebenbei. Und nebenbei, neben dem Shoppen, suchen wir noch einen schönen Fotomotiven, damit ich noch ein paar schöne Bilder machen kann. Miley hat richtig Bock, heute Fotos zu machen. Ich irgendwie auch. Oh, ist ein Apparat. Komm raus. Wollt ihr dir angucken? Ja, okay. Aber ich habe ein bisschen Sorge, weil du ein Eis in der Hand hast. Und die Kurse angucken. Ja, aber du hast ein Eis in der Hand, mein Schatz. Ich hätte Angst gehabt, dass du alles oder Eis schmierst. Wir warten hier. Juna! Willst du eine Banane? Ah, die sind noch rot. Nee, die sind nicht rot, die sind noch grün. Aber geil, oder? Wollen wir auch so einen Baum haben? Meinst du, der wächst bei uns auf der Dachterrasse? Nein. Und so wenig wie ich gieße, wachsen die Bananen ziemlich kross. Aber den ziehen wir schön warm an. Machen wir eine Jacke drüber? Ja. Okay, alles klar. Eine Stunde bevor es zumacht, haben wir es tatsächlich noch mal in den Park geschafft. Wir suchen jetzt diese Wade hier oben. Wow. Voll schön, wie im Dschungel. Das ist ein Tarzanbaum. Ja, es ist ein Tarzanbaum, du hast recht. Tarzan! Genau da. Oh! Ein Seestern! Muss ich, wenn einer in die andere Richtung schwimmt? Ja, wenn der eine. Ja, der macht sie falsch. Der bringt es durcheinander. Siehst du den? Ja. Das ist Mama. Und da ist noch einer. Komm, wir gehen weiter. Wir haben nicht so viel Zeit. Nur eine Stunde. Dann macht der Park zu. Das sind keine Pinguine, Mama. Aber der ist so süß. Ich will auch sowas. Oh. Wow, da schneit es da drinnen. Das ist ja geil. Voll cool. Gehen wir jetzt weiter. Trotzdem ein bisschen zu klein. Also ein bisschen größer könnte es sein für so viele Pinguine, oder? Okay, Leute. Das wäre echt krass, wenn wir die jetzt noch sehen dürfen. Da müssen wir die sehen. Müssen wir mal gucken, ob wir die sehen, ne? Oh, wie krass. Die Orca. Wow. Heftig. Okay, ich weiß, es ist nicht ganz fair für die Tiere.
Ich weiß das auch, aber man ist so zwiegespalten. Kommt der jetzt hier unten hin? Oh, der kommt hier unten hin. Wie krass. Wow. Oh mein Gott. Wo sind die Augen? Oh wow. Da ist er. Was ist denn los? Das meine ich, es ist sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin unglaublich beeindruckt, weil ich sowas einfach noch nie gesehen habe. Aber in freier Wildbahn wäre es natürlich noch viel beeindruckender. Also ich sage, es hat so einen bitteren Beigeschmack, aber trotzdem ist man hier, weil man sonst die Chance, glaube ich, nicht hätte, sowas zu sehen. Man ist so unglaublich zwiegespalten. Ich meine, auch die ganzen Zoos, die es auch überall gibt. Ich glaube, meine Kinder würden einfach nie wissen, wie eine Giraffe in Wirklichkeit aussieht oder ein Elefant oder ein Nashorn. Die Kinder würden uns einfach nie in Wirklichkeit sehen können. So ein Zoo gibt dann einfach irgendwie die Möglichkeit dazu. Aber es ist heftig. Es ist wirklich heftig. Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die da extrem zwiegespalten sind, die einerseits sowas überhaupt nicht unterstützen, aber andererseits ihren Kindern sowas auch nicht vorenthalten möchten, so wie bei uns jetzt. Ja. Wieder zurück. Und mir tun so die Beine weh. Ich merke wieder jedes einzelne Bein von den zweien. Ja, das war wieder super deutsch. Ja, hab halt 50 Beine und ich merke jedes. Nein, ich habe richtig, also ich merke, bei dir nicht. Wir sind so viel gelaufen. Also eigentlich hätten wir uns heute eine dicke, fette, fettige, richtig triefende, fettige Pizza verdient. Hier wird das noch ein bisschen gespielt. Okay. Ich habe mich jetzt inzwischen schon ins Bett gelegt. Ich bin hundemüde und ich habe... Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe ein, ungelogen, ein Glas, das war nicht mal voll. Und es war auch ein großes Weinglas, sondern nur so ein ganz kleines. Ein Glas Wein getrunken und ich werde direkt rot im Gesicht. Es ist bei mir so schlimm. Es ist so schlimm mehr bei mir. Bei mir sieht man es direkt an. Furchtbar. Man merkt es noch nicht mal, aber im Gesicht sieht man es. Was denn? Wow, die trägt ja richtig viele Tiere. Die ist ja stark. Trägt erstmal ein Pferd, einen Tiger und einen Hund. Ich würde sagen, dass ich jetzt mich bettfertig mache, die Kinder auch, Zähne putzen, ab ins Bett. Morgen haben wir nämlich wieder etwas ganz, ganz Tolles geplant. Ich versuche euch da auch mitzunehmen. Ich hoffe, es klappt auch so, wie ich es mir vorstelle. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch ganz so lieb. Eure Anita. Bis dann.